Servus oder so und willkommen zur TSG Hoffenheim Karriere mit euren sehr geschätzten Blue Eye Slayer Dragon. Heute ist das Auswärtsspiel in der UEFA Champions League Manchester City gegen TSG Hoffenheim. Wir liegen auf Platz 1, Manchester City auf Platz 2, Olympique Lyon auf Platz 3, Shakhtar Donetsk auf Platz 4. So, Torjäger Ronaldo in Juventus Turin, 6 Tore in 5 Spielen. Joeliton von TSG Hoffenheim, 5 Tore in 5 Spielen. Burgstaller von Schalke, 3 in 6 Spielen. Roberto Firmino von Liverpool, 4 Tore in 6 Spielen. Spielerstatistik der UEFA Euro League ist Werner von FC Arsenal mit 5 Toren in 5 Spielen, Platz 1. Kamano von Bordeaux, 5 Tore in 5 Spielen. Wenn ich runterscrolle, zeige ich nur die anderen. Alario von Leverkusen, 3 Tore in 3 Spielen. So, gehen nochmal zurück. Gehen ganz nach unten. Ja, Bayern München Ribéry, 2 Tore in 5 Spielen. Wenn ich manche nicht vor, dann kann ich die Namen nur nicht richtig aussprechen. Dembélé von FC Barcelona, 3 Tore in 3 Spielen. Jetzt gehen wir auf Torvorlagen. Pogba von Manchester United, 4 Vorlagen in 5 Spielen. Lorenzen von TSG 1899 Hoffenheim, 3 Vorlagen in 4 Spielen. Thiago von Bayern München, 2 Torvorlagen in 5 Spielen. Ja, also sehr viele sind manchmal Namen. Lingard von Manchester United, 2 Torvorlagen in 5 Spielen. Ja, sonst Ali von Tottenham Hotspur, 2 Torvorlagen in 6 Spielen. Eggestein und hat 2 Torvorlagen in 3 Spielen. Welling von TSG Hoffenheim auch, 2 Torvorlagen in 2 Spielen. Tja, und das war's so erstmal. So, unser Team ist umgebaut worden. Es hat sich auch ein bisschen getan, dass ich auch ein bisschen hinten nicht Abraham hinter Kramaric hingestellt habe, sondern Alfan, weil er ist ein bisschen besser als Kramaric. Kramaric ist besser als Alfan. Aber Abraham, den wir uns vor der Saison geholt haben, er bringt nicht mehr so richtig viel. Also habe ich mir gedacht, setz ihn auf Transfer. Mal sehen, ob wir in der Winterpause vielleicht ein gutes Angebot für ihn kriegen. So, und jetzt wollen wir rein in diese UEFA Champions League letzte Partie der Gruppenphase.
Wir sind zu Gast bei Manchester United, Manchester City. Die beiden sind, ähneln sich mit Manchester, Manchester ist ja gleich, aber City United ist was anderes. So. Sie spielen in Blau-Weiß-Trikot und wir spielen in den alternativen braunen Trikots. Das eigentlich auf den, von links bei alternativ mehr rot aussieht als braun. Aber egal. Formation ist. Jetzt noch eine kleine Trainingssession. Da wäre fast drin gewesen. Jo, das war schon ein bisschen besser. Gute Kombination. Na, war nicht so gut. Aber wenigstens C haben wir erreicht. Und jetzt ab in dieser letzten Gruppenphase. Manchester City gegen uns TSG Hoffenheim. Let's go! Vergesst nicht, auf diesem Video den Kanal zu abonnieren und die Glocke aktiv zu haben. Dann verpasst ihr kein Video und kein Stream. Erstmal kommen die Spieler aufs Feld und dann ertönt die UEFA Champions League-Hymne. So, das war die Nationalhymne und gleich sehen wir die Aufstellung von Manchester City und danach unsere Aufstellung von TSG 1899 Hoffenheim. Und dieses letzte Gruppenspiel ist nur noch das letzte, was in der UEFA Champions League uns weghilft. Wir stehen ja schon mit beiden Füßen in der K.O.-Phase, aber dieses letzte Spiel soll nur noch gezeigt werden, dass wir unsere kämpferische Natur nicht verloren haben. Hier die Aufstellung von Manchester City und hier ist die Aufstellung von TSG Hoffenheim. Kamaj, Ab, Otto, Alfan, Amiri, Rub, Granit, Huckmar, Hübner, Kader, Rabik und Baumann im Tor. Der Schiedsrichter hat angepfiffen und let's go. Manchester City also von links nach rechts und wir TSG von rechts nach links. So. Sterling auf Silver gespielt. Alfan hat sich den Ball zurückgekämpft. Jetzt so ein unfairer Pass zum Silver, der reinflankt, Kopfball, aber Baumann
wie ein Adler gerade den Ball perfekt geschnappt. So, Arp hat den Ball auf Rup, der leider zu lange gezögert hat. Sané hier zu Riro. Kevin De Bruyne. Ja, wieder Silva. Genau, perfekt gestanden. Schussversuch, aber Baumann ganz perfekt zur Ecke gelenkt. Nun hat Manchester City einen Eckball bekommen. Hier nochmal schön gesehen, wie er geklärt hat. Also dieser Mann ist wahrhaftig gut. Kevin De Bruyne führt die Ecke kurz aus. Sterling. Laporte. Wow, und Baumann mit einer Glanzparade. Silva, hoher Ball. Ausgeköpft aus dem 16er, aber Silva konnte den Flugball noch schnell fangen. Wow, und hier gerade wieder eine Chance von City. Aber Baumann ganz lässig den Ball. Die Walker, Sterling. Auf Silva im Zweikampf. Vorbei. Ui, und Sané. Sané, die Chance für Manchester City in Führung zu gehen. Aber der Ball ging am Kasten von Oliver Baumann vorbei. Abschlag von Baumann. Casemiro auf De Bruyne, auf Mendy, der auf Sané spielt, der leider ins Aus läuft. Dafür TSG einen Einwurf. Hübner auf Amiri, auf Arp, der versucht einen freien Spieler zu finden. Brennett auf Hockmar, der wieder nach oben. Auf Otto, der wieder zu Amiri. Amiri kann aber den Ball nicht ganz halten und wieder Kevin De Bruyne, Chance, der Kapitän von Manchester City, aber der Ball an Kasten von Oliver Baumann vorbei. Nicht viel gefehlt, aber knapp. Abschuss von Oliver Baumann. Sterling auf dem Flügel. Walker wieder zu Sterling, jetzt zu Silva, Casemiro, De Bruyne. Hat der Kampf um den Ball vom 16er. Ab. Wieder City, aber Zweikampf gewonnen zu Ab. Alphonse verliert den Ball gegen Kevin De Bruyne. Rio auf Sterling. Zu schwach der Ball gerade gewesen. Alles in Rahmen. Ab. City ist ziemlich stark in der Offensive. Aber TSG drückt trotzdem immer dagegen. Auf Ab, auf Kramasch, der wieder zurückspielt auf Brennett. Ab wird umgenietet und dafür gibt entweder jagt die gelbe Karte. Kiele Walker bekommt die gelbe Karte in dieser Partie. Hier nochmal in der Wiederholung. Schön von hinten umgenietet. Und das merkt auch der Trainer von TSG, dass die Karte gerechtfertigt war. Brennett, also mit dem kurzen Pass auf Ruf, der Hübner sieht. Hübner wieder hin. Casemiro aber den Ball ganz leicht schnappt.
Hub. Auf ab. Eieiei, das war ein harter Kampf, aber der Schuss prallt vom Manchester City Spieler ab. Damit einen Einwurf. Hervor. Auf Amiri. Auf ab. Drehung, aber nichts da. Sané. Auf Rub. Ball verloren. Hab aber zurückerkämpft. Schlecht. Der Pass. Kevin De Bruyne. Der Kapitän läuft. Über auf Aguero. Auf Sané. Der bedrängt wird von vier Spielern. Rub sich den Ball aber wieder zurück erkämpfen kann. Schlechter Pass nach draußen. Aguero. Sterling flankt. Aber Baumann ganz leicht den Ball sich schon in den Händen bekommen. Mandy auf Kevin De Bruyne. Sané spielt Aguero. Sané flankt. Aber Brennett rausgeköpft aus dem 16er. Und wieder eine Chance von City. Also hier geht Schlag auf Schlag. Hier schenkt sich keiner die Chance, unten Fehler zu machen. Aguero. Und der Ball am Kasten von Oliver Baumann vorbei. 44 Minuten in dieser Halbzeit gespielt. Es werden wahrscheinlich 3 oder 2 Minuten nachgespielt. Schöner Abschlag. Zwei Minuten genau wird nachgespielt. Kamasch, zu wenig Schwung in den Schuss, also zum Pass hin. Und dann pfeift der Schiedsrichter auf zur Halbzeitpause. Also das Spiel geht in die 0:0. Aber trotzdem, diese Mannschaften schenken sich in der ersten Halbzeit nichts. Zwei Versuche von Aguero, aber kein Torerfolg. Also geht es erstmal mit 0:0 in die Halbzeitpause. Die Halbzeitstände Ajax Amsterdam gegen Bayern München 0:0. BSC Young Boys gegen Juventus Turin 1:1. FC Valencia gegen Manchester United 1:1. Real Madrid gegen ZSKA Moskau 1:1. Shakhtar Donetsk gegen Olyl 1:0 führt Olyl oder Olympion. SL Benfica führt 1:0 gegen AEK Athen. Viktoria Pilsen und AS Rom trennen sich 0:0, genauso wie Manchester City und TSG Hoffenheim gerade 0:0 sich in die Halbzeitpause trennen. Aber wir wollen nicht lange schnacken, rein in die zweite Halbzeit. Anstoß also für TSG Hoffenheim. Kamasch zu Rupp, zu Otto, der zu Brennett spielt. Brennett erstmal zu Hockmar, Hübner, wieder von Otto zu Rupp, zu Arp, verliert den Ball, aber hier die Nummer 3 ganz lässig den Ball erkämpft. Alf Hahn, aber leider Manchester City schneller. Silva, Aguero zu Kevin De Bruyne, der gerade einen hohen Ballschlag macht. Und im Abseits stand Sané hier. Ja, mit dem rechten Fuß stand er in der Abseitsfalle. Also gibt es einen Freistoß für TSG. Hübner führt hinaus auf Rupp,
Auf. Kamasch. Amiri. Wieder Rückpass. Hübner. Otto. Leider Kevin De Bruyne schneller gewesen als der Mitkollege von TSG. Sané. Hohe Flanke. Die aber zu keinem Spieler. Sterling kann sich aber den Ball erkämpfen. Granit in Zweikampf durchgesetzt. Walker. Silva. Silva und über den Kasten drüber. Da war wieder die Chance für Silva, geht runter. Dafür kommt die 8 drauf. Die Chance für Manchester City gewesen, aber der Ball geht über den Kasten von Oliver Baumann rüber. Rup und Otto, viel Platz auf dem Flügel. Flanke, aber rausgeschlagen von der Abwehr von Manchester City. Aguero zu Sterling, der viel Platz hat oben am Flügel. Geht auf Walker, wieder auf Sterling. Flanke, aber über den Kasten voll rüber. Und es gibt einen weiteren Wechsel. Die 17 geht runter. Kevin De Bruyne und Bernardo Silva kommt drauf. Er ist nun der Kapitän, um die Mannschaft ein bisschen mehr Schwung in die Partie zu bringen. Ein ziemliches Fingepasse in Bereich von TSG Hoffenheim. Gündogan. Und da ist das Tor. Gündogan macht das Tor 1:0 für Manchester City in diesem Heimspiel gegen TSG Hoffenheim. In der 44. Minute oder knapp der 45. Minute. Hier schön hoch. Bei sie Gündogan wieder und zack, mit wuchtigen Abschluss ist der Ball drin und die Abwehr von TSG kann nichts tun, wie Oliver Baumann. Der Ball ist, Sprint in den Kasten und Pep Guardiola freut sich, als wäre es ein perfekter Augenblick. 65. Minute, Sané geht runter, dafür kommt die 26 rauf, um ein bisschen mehr Pep, um diese Führung weiter auszubauen. Otto, Rup, Vorbei zu Brunette. Sterling blockt, aber der Ball geht ins Aus. Einwurf für TSG Hoffenheim. Der Einwurf kam zwar gut, aber Manchester City kann sich den Ball wieder kämpfen. Mandy, Aguero, nicht Aguero, Gündogan, kommen wir mal ein bisschen, Aguero, Mahrez, Flanke, aber Ball, ein hartes Gedränge und Gündogan nochmal ab, Nachschuss, aber der Ball geht, hier nochmal Chance, schön am Tor vorbei. Und ich glaube, wir machen einen Wechsel. Alhan geht runter. Dafür kam Sui rein. Und unser guter Bekannter Zuber kommt auch wieder rein, der geht für Amir rein. Sonst geht es so.
So, die zwei Wechsel werden durchgeführt. Gehen ein bisschen auf Offensiver. Falsch. Ja, so. Schöner weiter Abschlag also. Oliver Baumann. Hübner, zu Rub. Der Pass war nicht so ganz. Dafür bekommt Tiske den Einwurf. Und da gab es gute Chance, aber Leicester City macht die Räume dicht. Bernardo, TSG, die Nummer 3, schlägt den Ball ins Aus. Mahrez mit einem Einwurf. Mendy bekommt den Einwurf, weil Ab dazwischen gewesen war. Bernardo. Und da ist das 2-0. Und schon führt Manchester City in diesem letzten Spiel jetzt mit 2-0. 79. Minute. Bernardo macht das Tor. Also nun steht es 2-0 in dieser Partie. Und TSG muss langsam aus der Schlaf Phase mal rauskommen und mal mehr nach vorne. Oliver Baumann kam mit der Hand gegen, also somit ist der Ball auch drin gewesen. Und Manchester City also führt also durch Bernardo Silva in dieser Partie. Gamache passt nach unten, aber Mendy ist schneller gewesen, als der Ball runterkam. Und jetzt wieder Aguero. Pogba gut den Ball zu Ab. Rub wird gefoult. Und dafür müsste es eigentlich die gelbe Karte geben. Ja, es gibt die dritte gelbe Karte für Nicolas Otamendi. Noch einen kleinen Wechsel wird durchgeführt. Rub sieht fix und fertig aus. Abraham kommt rein. Moment, Abraham nach vorne, Kramarisch nach hinten. So, da wechseln wir. Lukas Rupp geht runter. Timmy Abraham kommt. Ja, und da war schon der Pass nicht so Gündogan. Aguero war es, der zum Ende gespielt hat. Wieder nach oben. Mahrez. Bernardo. Mahrez, Aguero, Mendy, TSG drückt. Wird nach rausgeschlagen, aber trotzdem, man hätte den Ball ein bisschen mehr nach vorne passen sollen. Es steht immer noch 2-0 in dieser Partie und
TSG müsste mal wirklich mal Druck machen. Kommt gerade mit ab, hat den Ball. Kramaric verliert im Kampf 4 Minuten drauf. Walker, weiter Paso Agüero. Flanke rein. Ab. Abraham. Kramaric. In harten Zweikampf, also in Gedrängnis. Und schon Baumann. Ja. 3-0. Manchester City führt in dieser Nachspielzeit der 93. Minute. Jetzt mit 3-0. Und es ist der Kapitän. Der neue Kapitän gewesen hier. Sieht man große Lücke in der TSG Hoffenheimer Abwehr. Und somit kann die Nummer 20 durch die Beine gegen Baumanns gegen. Und schon freut sich Pep Guardiola mit einer deutlichen Führung für TSG. Manchester City meinte ich. Bernardo Silva, jetzt ein Doppelpack. Und jetzt muss sich TSG anstrengen. Aber der Schiedsrichter lässt nach dem Anstoß des letzten Pass abpfeifen. Also Manchester City freut sich und hat diese letzte Partie gewonnen. Und gewinnt mit 3-0 in dieser Partie. Also hier der Held des Tages, 2 Versuche, 2 Tore. Bernardo Silva von Manchester City. Es waren zwar ein aufregendes. In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften fast gleichwertig, aber in der zweiten Halbzeit drehte Manchester City mehr auf als TSG Hoffenheim. Und somit hat TSG dieses Spiel leider mit 3-0 verloren. Hier die Endergebnisse. Das obere Spiel geht 1-1 aus. 2-1, 2-1, 2-1, 1-1, 2-0, 1-1. Holla, die Wahlfehl. Ja, aufgrund ihrer Leistung im Wettbewerb haben wir zusätzlich finanzielle Mittel erhalten. Mit diesen Mitteln können wir das Transferbudget in der nächsten Saison erhöhen auf 27.850.000. Das sieht gut an. Und Rune Almaning, Jahrstein, hat eine Frage an uns und sagt, meine Rolle im Verein. Trainer, ich bin hier und als ich hier unterschrieben habe, haben Sie mir bezüglich meiner Rolle diverse Versprechungen gemacht, sich aber für mich empfinden, nicht daran gehalten. Hallo, dann kommst du mal wieder ins rein. So, wieder weggewechselt. Vogt rein. Schala. Kaderabik auch unter. Dafür kommt Bejarano rein. Nelson kommt für Otto rein. Ab, runter. Da kommt Griffo. Geiger. Alpha runter. Demirbay
Grillitsch. Hopp, ich sagte, er kommt auch wieder rein. Mann. Gut, Amiri runter. Den wir bei rein. Loliton. Für Kramarsch rein. Und Nikolas Schulz kommt auch wieder rein. So, das nächste Spiel am Samstag ist ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben eine Mitteilung, Abschlussbericht. Gucken noch mal auf unsere Leute hier. Sonst verrottet er uns noch. Wir übernehmen beide ins Profitraining. Vertrag angenommen. Können die beiden auch gleich ihr Debüt feiern? Erstmal gucken, wie die sind. Linker Fuß. Schwacher Fuß 3 Sterne, Spezialbewegung 2 Sterne, Arbeitsrate in der Defensive niedrig, Arbeitsrate in Angriff hoch. Jo. Kilo, Spezialbewegung 4 Sterne, schwacher Fuß 3 Sterne, hohe Arbeitsrate, niedrige Arbeitsrate in Defensive, aber können beide ihr Debüt erstmal feiern. Mal sehen, wie gut sie sind. Abraham runter. Dafür kommt ja Belfodil rein. So. Vergesst nicht, auf diesem Video ein Like dazulassen, und falls ihr
Schreibt mir in die Kommentare, was soll ich noch verbessern oder wie soll ich das Team noch umbauen. Wir sind auf Platz 7, sind qualifiziert eigentlich für die UEFA Champions League K.O.-Phase. Kurz auf Tabelle. Wettbewerb UEFA Champions League. Sehen, dass Manchester City durch uns ja 3 Punkte gewonnen hat. Und trotzdem wir mit 11 Punkten und 17 Toren, 9 Gegentore, 1 Niederlage, 2 Unentschieden, 3 Siege gut gespielt haben. Aber wir werden in den nächsten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach spielen und dann in den nächsten paar Tagen werden wir sehen, was sich, wie, gegen wen wir in der K.O.-Phase spielen werden. Also seid gespannt. Also ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen traumhaften Tag noch. Euer Blue Eyes Led Dragon sagt jetzt ciao und bis die Tage.